Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21 mit dem Urban Way. Unterwegs auf Linie 2 von Northburg zu Rail Builders Ridge, sehe ich gerade. Der Bridge, was steht denn da? Ne, Ridge steht da, okay. Wir sind, naja, ein bisschen was von der Linie schon mal gefahren. Wie viele Haltestellen gibt es denn jetzt hier tatsächlich? 16. 16 Haltestellen gibt's. Wir sind gerade bei Haltestelle wo? Haltestelle 8 bei der Arbeitergasse sind wir oder Ellie oder wie auch immer. Und können eigentlich schon weiterfahren. So, die geht mal wieder über alle Spuren drüber, so wie es sich gehört. Huch, Fahrgast nicht mitgenommen. Was? Da steht ja keiner. Was will der von mir? Fahrgast nicht mitgenommen. Ich glaube aber auch. Ich glaube aber auch, Fahrgast nicht mitgenommen. Puh, bin empört. Nicht finden. So, wo sehen wir denn jetzt hier eigentlich, wann da rot wird? Da ist die Ampel. Gut, ich glaube, wir können auf die Fußgängerampel schauen. Da wird sie auch stehen. Jetzt ist für die Fußgänger rot, jetzt wird sie auch rot. Sehr gut, dann können wir hier nämlich abbiegen. Weil sonst weiß ich nämlich nicht, ob die stehen bleiben, weil sie doof sind und glauben, sie müssen warten auf irgendjemanden. Oder weil es rot wird. Aber wir orientieren uns einfach an der Fußgängerampel. Die ist bestimmt gleichgeschaltet mit der Ampel für die Fahrzeuge. Ich glaube nicht, dass es da eine Unterscheidung gibt, wie manchmal im Real Life, dass die Fußgängerampel beispielsweise früher rot wird, damit die Autos dann auch endlich mal abbiegen können. Ich glaube, hier wird es gleichgeschaltet sein. Können wir ein paar Parkmanöver üben, theoretisch mit dem Bus hier. Boah, das mache ich ungern. Also parken mache ich wirklich ungern, vor allem in der Großstadt. Also ich lebe in der Großstadt, aber weiß ich schon, da hast du halt Parkflächen. Das ist ein Lidl-Parkplatz beispielsweise, wo du mit einem Flugzeug einparken kannst. Und dann hast du Parkflächen wie beispielsweise in der Innenstadt, wo du hinter dir 100 Autos stehen hast. Dann fährst du nochmal raus. Dann wird schon gehupt. Das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Da fahre ich lieber eine Runde oder gehe eine halbe Stunde. Naja, halbe Stunde ist jetzt übertrieben, aber da gehe ich lieber eine Viertelstunde und habe einen guten Parkplatz gefunden, wo ich nicht 17 Mal reversieren muss und vor und zurück und bla bla bla. So, wenn man eine große Parklücke ist, da fahre ich rein und stehe dort und gut ist. Das bin ich. Der Angsthase beim Parken. Sonst habe ich keinen Schiss, nur beim Parken ein bisschen. So. Man könnte aber leicht Schiss bekommen, dass der Fahrplan hier einem wieder flöten geht, aber ganz ehrlich. Na komm. Jetzt sind wir losgefahren, jetzt müssen wir es durchziehen. Da ist gerade einer rübergegangen, wir nutzen die Gelegenheit. So, war aber da hinten eigentlich letztes Mal auch schon? Ich weiß gar nicht. Was ist denn das hier für eine Haltestelle? Schienenlegerstraße. Sagt mir jetzt nichts, muss ich zugeben. Weiß nicht, ob wir letztes Mal hier schon waren. Hallo. Hallo. Ist ziemlich viel los hier, finde ich gut. Keiner will ein Ticket, finde ich auch gut. Wie viele haben wir denn da hinten? Naja, ziemlich viel los. Gut, in diesem Bus gibt es auch ziemlich wenige Sitzplätze. Das sieht aus wie so ein Bambusgeflecht hier. Also auf jeden Fall ein sehr stylischer Bus. Fast sogar ein bisschen Fahrgast nicht mitgenommen. Welchen denn? Hier stehen doch keine mehr. Willst du mich verarschen? Nutrivor. Er ist vielleicht sogar ein bisschen too much. Das ist eher ein Bus für... Oh, Schlagloch. Achtung. Und Speedbumps. Das ist eher ein Bus für irgendwo so die High Society. Dort, wo die Reichsten der Reichen wohnen. Aber die fahren ja sicher nicht mit dem Bus, denke ich. Aber gut, haben die halt auch so einen High Society Bus. Ist ja auch was Schönes. So, jetzt bremst sich wieder jeder ein. Achso. Na gut, die dürfen aber trotzdem fahren. Bis der erste abbiegt. Der Grüne da hinten blinkt schon. Da fahren wir auch gleich. Wir müssen nur auf Stufe 1, auf Spur 1. Stufe 1. Spur 1 natürlich. So, oder? Passt das? Soll passen. Wir fahren hinaus aus Seaside Valley. Und hinein. Oh, wir fahren, sind hier doch falsch. Wir müssen hier hin. Oder? Genau, die biegen ab. Der wartet wieder aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Komm schon, Kollege, wir fahren geradeaus. Wenn, dann müssen die da warten.
Die haben ja auch ein Schild hier, guck mal. Schild und Ampel. Selbst wenn die Ampel ausfällt, haben die zu warten. Ja, wenn das nur alle wüssten hier. Also ganz ähnlich als Vorbereitung für die Fahrprüfung kannst du das hier nicht nehmen. Abgesehen jetzt davon, dass man hier nur in den Bus fahren kann, aber generell. Weil da dreht der Fahrschüler dann durch. Wenn hier plötzlich alle anders fahren als normal. Scheiße, Schlagloch. Oh, doch nicht, sehr gut. War nur ein Fake-Schlagloch, aufgemalt wahrscheinlich. So, Achtung, Achtung, Landwirtschaftsgebiet, hier sind wir. Auch richtig unterteilt in Vierteln mit so richtigen Ortsschildern und so, finde ich cool. So, wir sind auf der Spiegeleistraße, nicht mehr lang, weil jetzt biegen wir ab. Südela. Na, der traut sich was. Wir schauen mal den aus. Nutrivor. Okay, eine Minute. Uiuiuiui. Ich schaue da unten auf die Zeit und da läuft schon wieder eine vom Bus und will wieder abkassieren. 20.000. Die brauchen wir. Ganz dringend. Wir brauchen ihn, Bus. 9. Aber das hier sieht schon cool aus, muss ich zugeben. Das gefällt mir gut hier. So, nochmal ganz kurz gucken. Zahltag Balance. Was steht da? Hoffentlich 30.000, 40.000. Ja, 40 wären es wahrscheinlich nicht, aber 30 sowas. Flugzeug bequemer ist als der Bus. Ja, 39,5 ist okay. Knapp unter 40, das passt. Gefällt mir gut hier. Nutrivor sieht leibern aus. Da hinten, das sieht ein bisschen Fahrgeist mitgenommen. Jetzt haben wir den jetzt schon wieder für einen Bug entdeckt. Überall, ich hab vom Jazzfestival gehört. Das wird toll. Wo wir stehen bleiben, haben wir den Fahrgast nicht mitgenommen. Wieder einen neuen Bug entdeckt. Eieieiei. Na. Bleib stehen. So, wieder die Schienennägerstraße. Achso, wir haben ja nur die eine Haltestelle mitgenommen. Stimmt, ja. Na, das sieht schon mal cool aus hier. Guck mal, das sieht ein bisschen aus wie ein Farm-Manager. Oder Farm-Manager, hoppla. Farm-Manager hieß der. Da haben wir auch diese LKWs in der Milchverarbeitungsanlage. Na komm, fahr. Ich warte auf die nächsten zwei, die biegen ab. So. Keiner hier. Freut mich sehr. Nein, blinken. So, und damit ist das Problem, dass wir wieder über beide Spuren drüber müssen. Aber, nee, da kommt wer. Wollte gerade sagen, das sieht aber gut aus. Doch nicht. Wo will der hin? Abbiegen? Na dann, komm, raus rein da. Ah, jetzt kommt da wieder einer. Scheißdreck. Aber jetzt. Irgendwann geht's immer. Also meistens. Hin und wieder gibt es Stellen, da geht's überhaupt nicht. Wie beispielsweise in Amerika, als wir waren auf der Karte. Diese eine Stelle mit der Autobahnabfahrt, wo komischerweise wir, die unten gefahren sind, Vorrang gehen mussten, denen, die von der Autobahn runterkommen. Ich weiß nicht, wo das jemals der Fall ist, dass diejenigen, die sich quasi in den fließenden Verkehr einordnen müssen, plötzlich Vorrang haben. Dort war es auf jeden Fall der Fall. Es wird spannend, ob wir hier mit dem Doppelstockbus durchkommen. Ich glaube nämlich fast nicht. Ach Mensch, mein Flug wurde gestrichen. Wollte gerade sagen, Blitzer steht hier. Na, dann fahr halt lieber Bus. Der wird dich zwar nicht dorthin bringen, wo der hinfliegen wollte, wenn er jetzt zum Beispiel nach Amerika fliegen will, da wird er mit dem Bus lange brauchen. Na, blinkt man lieber nicht. Ihr wisst ja. Da bin ich schon wirklich sehr gespannt auf den Flughafen. Es gibt ja hier einen Flughafen, der ist irgendwo da unten zu finden. Da ist er. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das dort aussehen wird. Freue mich schon drauf. Wird natürlich noch lange dauern, bis wir den dann freischalten. Aber wenn wir ihn freischalten, da freue ich mich schon drauf. Dort dann ein paar Linien hinzufügen. Ich schätze mal, da wird es nicht mit einer Linie getan sein. Da werden wir ein paar brauchen.
Aber gut, ein Flughafen hat halt eben auch eine gute öffentliche Anbindung, sonst kommen die Leute ja nicht hin. So, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist hier eine Endlosgeschichte. Ich glaube, die spawnen da hinten. So, jetzt versuchen wir es mal. Irgendwann muss man ein bisschen Risiko spielen. Die bremsen ja eh. Aber einfach des Realismus wegen. So, bremsen. Unter 20 drüber, dann passt das. Ja, bis ich die Schlaglöcher wieder weiß, hier die Position, das wird nur eine Weile dauern. Da haben wir zum Beispiel noch eins. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind mehr Leute unterwegs als in Amerika. Ich weiß nicht. Da schläft ja jemand. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich liebe das Panorama von den Bergen in der Nähe von Sonnstein. So, das ist wieder so eine, die will, glaube ich, wieder Geld kassieren, falls wir sie jetzt gleich mitnehmen sollten. Ich gebe mir mein Bestes, dass wir es nicht tun. Sehr gut. Jetzt kommt gleich sicher wieder Fahrgast nicht mitgenommen. Eh klar. Du bist an einer Bushaltestelle vorbeigefahren. Was? Wir sind hier gerade stehen geblieben. Es sind Fahrgäste ausgestiegen und eingestiegen. Was hat denn der schon wieder? Jetzt haben wir immer automatisch 2 Negativpunkte. Bis wir die Route hier vervollständigt haben. Super. Haben wir das Licht eigentlich eingeschalten? Ja, was diese zweite Lichtstelle da oben bedeuten soll, weiß ich auch nicht. Na, super toll. Das heißt, wir haben jetzt die letzten Haltestellen, die wir hier haben, immer die 2 Minuspunkte, weil wir anscheinend die Haltestelle nicht anfahren oder die Fahrgäste nicht mitnehmen. Keine Ahnung, woher der Wind jetzt wieder weht. Sudala. Und stopp. Wo müssen wir den Zahltag erreichen? Nee, auf der Route da drin. Genau, Agricultural Zone, Industrial Zone. Stimmt ja. Also Route 3. Jetzt haben wir mittlerweile 97.000. 180.000 brauchen wir. Wenn wir Glück haben, haben wir noch einen Zahltag. Vielleicht sogar einen zweiten. Aber ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, dass wir nochmal uns hinter das Steuer setzen müssen von der Linie 1. Damit wir auch die letzten... Die letzten Euronen noch, oder Euro-Dollar sind das ja hier eigentlich. Wir haben ja hier das da eigentlich für Euro-Dollar, haben wir ja gesagt, heißt das. Da in unserer Tasche bekommen. Eine Fahrkarte bitte. Aber es ist 40% sowas sind wir gerade. Wir haben die Überlandstrecke noch vor uns. Also wenn wir Glück haben, haben wir noch 2 Zahltage. Das heißt, bei um die 40.000 Gewinn, die wir machen, sind wir dann bei 140.000, so knapp unter 180.000. Also ich vermute, 3 Zahltage werden wir noch brauchen. 2 davon erreichen wir vielleicht auf dieser Strecke. Fahrgäste genommen, leck mich! Und dann werden wir noch einmal fahren müssen, denke ich, auf Route 1. Oder wir haben ganz viel Glück und erreichen sogar 3 Zahltage. Ja, aber das geht sich, glaube ich, nicht mehr aus. Wir haben nicht mehr so viele Haltestellen. So, ich bleib mal auf der ersten Spur. Ich weiß nicht, ob wir da nicht noch eine Haltestelle haben. Doch, da vorne kommt noch eine. Wir dürften ja eh durchfahren eigentlich, weil das Spiel glaubt ja, wir halten gar nicht und lassen die Haltestelle aus und die Fahrgäste stehen. Ein Fahrgast muss aussteigen. Dann soll er dies tun, bitteschön. So, Omi entscheidet sich. Tür 1, Tür 2. Wissen wir nicht genau. Ja, gut, dass sie sich für die erste Tür entschieden hat. Denn sonst hätte es keinen Fahrschein gegeben. Das wollte ich eben gerade vermeiden. Ich habe es gespürt, ich muss niesen. Und wenn ich das spüre, habe ich irgendwann mal einen Trick kennengelernt. Entweder Nase zuhalten
oder die Zunge nach oben. Die Zunge nach oben legen und dann funktioniert es, dass das Niesen quasi unterdrückt wird. Manchmal, nicht immer, so wie jetzt. Deswegen nicht wundern, falls ich manchmal mitten im Satz unterbrechen sollte, dann liegt das daran, dass ich niesen muss, aber gerade nicht will, weil wir gerade aufnehmen. Na gut, wenn der abbiegt, dann mache ich es auch. So, Della, was für ein Scheißwetter. Da hinten ist zwar, naja, doch strahlend blauer Himmel, aber hier gerade nicht. Auch heute. Also ich bin da unterwegs gewesen und park mich ein, wo war ich denn gerade? Bei einem Möbelgeschäft. Ich sage jetzt keinen Namen, ich war bei einem Möbelgeschäft und dann bin ich zu einem Lebensmittelgeschäft gefahren und park mich dort ein. Auf einmal schüttet, aber nicht schütten, das war so graupelmäßig. Aber wie? Das Auto war weiß nachher und ich war nur 5 Minuten drin. Weil ich die Hälfte nicht gefunden habe. Ich wollte ja so Brötchen mitnehmen, hat es nicht gegeben. Da habe ich ein Müsli mitgenommen. Komplett was anderes, aber ich wollte nicht da mit leeren Händen bei der Kasse stehen. Aber ich dachte, ist ja wurscht. Steckst du irgendwas anderes ein, dann esse ich eh irgendwann das Müsli. Das Problem ist, immer wenn ich was nicht kriege, nehme ich ein Müsli mit. Das heißt, ich habe schon ganz viel Müsli daheim. Muss man mal zu mir kommen, ich brauche jemanden als Unterstützung beim Müsli essen. Was ist mit ihr hier passiert? Die war gerade im Boden versunken. Ja, Fahrgast nicht mitgenommen. Leck mich! Das ist eine Unterstellung, eine falsche! Ich wollte gerade sagen, wenn er schlau wäre, würde er jetzt fahren. Hat er sogar getan. Hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich so schlau ist. So, aber jetzt muss der Zahlentag drin sein, Freunde. Nein, ist er nicht. Scheiße. Okay, Bushaltestelle kann ausgebaut werden, immerhin. Ja, gut, das war jetzt auch eine kleine Strecke hier. Aber der nächste auf jeden Fall. Oakville Central, also Zentrum, definitiv. Hundertprozentig. So, der Blitzer erreicht uns nicht mehr, weil hier ist 70. Sehr schön. Ja, dann wird es wohl nichts mehr mit dem zweiten Zahltag. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen rumcruisen müssen. In der Großstadt dort drüben. Schlagloch. Toll. Toll, toll, toll. So, wenn wir Glück haben. Na, wobei, das war auch nicht so wirklich weit. Naja, knapp davor ist auch vorbei. Und wir haben nur noch Northspork, die nächste Haltestelle. Lass mich! Dankeschön! Schade! Hätte ich nicht gedacht, dass wir da so viele Zahltage brauchen für den Bus. 99.000 haben wir am Konto. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. 180.000 brauchen wir. Und das Problem ist, wir brauchen das sogar wirklich. Weil wenn wir das nämlich nicht haben, wenn wir dann nur 100.000 haben und den MAN kaufen, einen Zweierbus, also mit zwei Busladungen, dann haben wir wieder das Problem, dass wir die Route nicht komplett ausfüllen. Wir haben 6 Haltestellen dort. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 3 Busladungen. Und wir haben leider nur den Alexander Dennis bisher als Dreier-Busladung-Bus freigeschalten. Es gibt keine anderen, wobei der Alexander Dennis, glaube ich, sowieso der billigste wäre. Also ist es sehr gut, dass wir den haben. Was wir natürlich machen könnten, ist, wir könnten noch einen Bus einsetzen auf der Route hier. Da fehlen uns ja auch noch 3, bis wir die komplett vervollständigt haben. Aber das Problem ist dann, da gehen wieder 100.000 Flöten. Und für die geringen Mehreinnahmen, die wir dafür haben, vielleicht um die 10.000, 15.000, die wir dazu machen, 4.000 allein ja durch die Werbung, zahlt sich das gar nicht aus. Da warten wir lieber, bis wir ein akzeptables Busnetz haben, bis wir so um die 100.000, 150.000 haben und dann können wir kaufen, was wir wollen. Wobei ich sogar glaube, dass wir, wenn wir die Mission hier erledigt haben, sogar ein bisschen was bekommen. Ich bilde mir ein, sie hat irgendwas gesagt, es gibt dann finanzielle Unterstützung von der Stadt oder sowas. Wenn wir dann hier die Mission erledigen, wenn wir diese Industriegebiete miteinander verbinden, da bin ich ja sehr gespannt, wie das aussehen wird. Vielleicht ist ein Euro Trinkgeld, vielleicht sind aber auch 200.000. Das wäre schön.
So, was man auf jeden Fall schon mal mit Sicherheit sagen kann, ist, dass man bei der nächsten Haltestelle Northsburg die Endstation gleichzeitig auch dann schon mal den nächsten Zahltag erreichen werden. Weil dort ist dann Ende im Gelände. Und wir brauchen nur noch ein kleines Fitzelchen bis zum nächsten Zahltag. Also das erreichen wir auch hundertprozentig. Vielleicht sind wir da sogar schon bei der Hälfte vom nächsten Zahltag. Mal gucken. Aber es wird sich leider selbst mit dem nächsten Zahltag nicht ganz ausgehen. Wir waren den 180.000 knapp vorbeischrammen. Wir haben wahrscheinlich dann 177.000, 178.000. Aber ein Butt auf Sofortbesteller gibt's leider nicht. Oder auf Massenbestellungen. Wir können ja nur bei dem Bushändler kaufen. Es gibt da keinen anderen hier. Gibt's leider nicht. Wir müssen vollen Preis zahlen. Auch keine 2.000 bekommen wir erstattet. Geht nicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen hier mit der Linie 1 rumfahren. In der nächsten Folge dann. Und dann sollen wir es aber erreicht haben. Also wenn wir dann nochmal noch einen Zahltag und noch einen Zahltag, also zwei Zahltage, abgesehen jetzt von denen, die wir dadurch bekommen werden, haben, dann sollten wir es aber geschafft haben. Dann ist Ende im Gelände. Dann können wir endlich auf Route 3 fahren und gucken, was denn da als nächstes kommt. Für die Mission. Oh, Blitzer, scheiße. Ich weiß nicht, ob der von hinten auch blitzt oder nur von vorne, aber sicher ist sicher. Zu spät gesehen, aber gut gebremst. So. Hin und wieder haben wir noch ein paar kleine Ruckler. Ich glaube, mittlerweile habe ich alles aufs höchste Niveau gestellt. Das soll passen. Sollten wir jetzt nicht mehr solche komischen Ständigruckler haben, wie in den letzten Folgen. Das ist ein Ruckler wegen Speichern. Da sage ich nicht nein. So, 17 Mal Blinker ordnungsmäßig eingesetzt. 6 Mal fahrgeistlich mitgenommen. Mhm. Du mich auch. So, und es sind wieder 39.000. Das finde ich schön. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 139.253 am Konto. Wenn wir den nächsten 39.000 bekommen, haben wir dann 178.000 sowas im Konto und sind leider eben um die 1.000-2.000, die wir da benötigen würden, drunter von dem, was wir brauchen würden. Schade, ist aber so. Das heißt, wir sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Bus Simulator 21. Da geht es dann weiter mit noch einer kleinen Rundfahrt hier in Masterpark mit der Linie 1 mal wieder. Und bevor wir die Folge beenden, würde ich ganz gerne mal gucken, ob wir da nicht vielleicht doch noch irgendwas upgraden können. Haben wir da vielleicht was vergessen oder so? 222, nee, Agricultural Zone ist auch... Guck mal, da haben wir sogar hier schon Level 2. Warum denn? Was haben wir da für eine Mission? Befördere 20 Fahrgäste in den Stadtteil East Agricultural Zone. Was denn für ein East-Stadtteil? Da gibt es ja nur einen. Für die Farbe. Ich will keine Farbe, ich will eine angemessene Vollverklebung. Das wäre schön, oder? Da bekommen wir den nicht so einfach. Naja. Wurscht. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge geht's weiter. Astapark wird unsicher gemacht. Und dann haben wir hoffentlich gleich das Geld in der Tasche, das wir benötigen. Wir sind schon bei um die 50% schon wieder beim nächsten Zahltag. Also wir brauchen gar nicht mehr zwei, sondern nur noch 1,5. Und dann haben wir die 180.000 und können uns den nächsten Bus kaufen für Route 3, Agricultural Zone und eben auch die Industrial Zone. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du auch. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Bus Simulator 21. Bis dahin. Tschüss.